Ich wollte heute über ein Thema reden, was sehr aktuell ist. Es geht um Vorträge im Freien. Es geht um Vorträge im Freien, dass man freien Vorträge macht. Und wie ihr wisst, nächste Woche, inshallah, ist der Friedenskongress in Frankfurt. Das war ein Vortrag im Freien, mitten in der City von Frankfurt. Und ich wollte euch auch alle nochmal dazu einladen, inshallah, weil es ist wirklich eine Sache, die sehr viele positive Effekte hat. Das Wetter wird auch gut. Erstens, liebe Geschwister, man motiviert damit die Menschen unheimlich. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du in der Moschee bist. Wenn du auf einmal siehst, mitten in einer deutschen Stadt steht jemand vorne auf der Bühne und nimmt das Mikrofon und sagt: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Lob sei an mir. Mitten in der City. Ganz anderes. Das heißt, dass das einen ganz anderen Stolz vermittelt. Dann die nächste Sache ist, Muslime, die weit weg sind, viele von denen, ihr wisst dasselbe, die trauen sich nicht in die Moschee. Ach, ich bin unreif und da ist der so und so, der meine Familie kennt und so weiter. Die fühlen sich nicht wohl. Aber draußen auf der Straße kann jeder kommen. Dann Nicht-Muslime, also das ist für Muslime, die weit weg sind. Viele fühlen sich unrein und wollen nicht in die Moschee kommen. Aber hier kommen sie vielleicht und hören ein Wort, was sie verändert. Das heißt, erstmal für die praktizierenden Muslime neue Motivation, dass man sieht, wie der Islam sich verbreitet. Dann für die nicht praktizierenden Muslime eine Möglichkeit, etwas zu hören vom Islam, weil sie, und ihr kennt bestimmt viele, oder? Die sagen, ja, Moschee und so, aber verstehst du, die fühlen sich dort bedrückt. Ihr seid gerade am Nicken. Ich denke, das geht euch wahrscheinlich den meisten so, dass man Muslime kennt, die so sind. Dritte Sache, Nicht-Muslime. Als Nicht-Muslim, du hast nicht unbedingt Lust, in eine Moschee zu gehen. Es ist genauso wie ein Christ weniger gerne in wie ein Muslim nicht gerne in eine Kirche reingeht, um dort eine Beschauung. Es ist einfach, man fühlt sich nicht wohl so. Aber da hat er die Möglichkeit, was zu lernen, was zu gucken, es wird Wissen vermittelt. Ja, das nur erstmal kurz dazu. So, und wie gesagt, es gibt hier einige Einwände und ich wollte über die Gründe, über die Einwände reden, über die Gründe für die Einwände. Und auch überhaupt über diese ganze Geschichte. Und jetzt wird ihr vielleicht denken, was lernen wir daraus? Ihr lernt dadurch eine ganze Menge. Wir haben jetzt schon einige Verse genannt vom Koran, wir haben viele Hadithe genannt, die mit der Dawa zu tun haben. Und ich versuche immer, die solche Sachen, solche aktuellen Geschichten mit der Scharia des Islams, mit Koran, Sunna und auch Geschichten aus der Sira zu verbinden, damit man das so richtig verinnerlichen kann. Ja? Wie gesagt, bei uns im Islam, es geht darum, die Menschen zu bewegen. Es geht darum, die Menschen zu bewegen. Gut, es geht um Paradies und Hölle. Es geht um Paradies und Hölle. Und du musst dir die Frage stellen: Will ich ins Paradies oder will ich in die Hölle? Stell dir die Frage jetzt. Und du musst sagen: Ich will ins Paradies. Okay, dann sage ich dir: Fang an zu beten. Bete. Und mache mehr. Das ist der Punkt. Und das werden wir auch an diesem Tag wieder vermitteln, wie fast bei jeder Kunde. Und unsere Ergebnisse zeigen, dass es Dutzende Leute den Islam angenommen haben. Dass Dutzende und doch viel mehr angefangen haben, den Islam zu praktizieren. Oder du kannst für jeden, der den Islam annimmt bei einer Kundgebung, den kannst du mal 10 multiplizieren. Ja? Und dann hast du die Zahl von den Muslimen, die dadurch angefangen haben, durch diese Woche diese Götter zu praktizieren. Dann von den praktizierenden Muslimen, wie viele dadurch motiviert worden sind. Das ist der ganze Nutzen, den wir durch die Sache haben. Jetzt kommen aber Leute, die meinen, es hätte mehr Schaden als Nutzen. Und da kommen wir gleich drauf. So, und jetzt erstmal die Frage: Warum machen wir diese Vorträge im Freien? Ihr habt das wahrscheinlich gerade schon vermittelt, gerade schon verstanden. Weil wir Menschen erreichen wollen. Und es ist einfach klar, dass du bei einem Vorteil im Freien andere Gruppen erreichst, die du nicht in der Moschee erreichst. So. Und deswegen hat der Prophet a.s. nicht nur Dawa in der Moschee gemacht. Oder nicht nur Dawa in einem geschlossenen Raum gemacht. Sondern, was hat er gemacht? Er ist zum Berg von Safa gegangen und hat gerufen. Kommt her, sozusagen. Wa subhan, das wäre ein Alarmruf. Warum? Weil er will, dass die Leute kommen, etwas mitkriegen. Was?
Die Botschaft. Deswegen ist der Prophet zum Zilmajas gegangen, zu den Märkten, und hat gerufen, Kulu la ila illallah tuflihu. Sagt la ila illallah und ihr werdet erfolgreich sein. Deswegen ist der Prophet zu den Häusern, zu den Zeltlagern der Pilger gegangen, hat sich hingestellt, hat mit denen geredet. Deswegen ist der Prophet nach Taif gegangen und hat mitten in der Stadt Koran rezitiert. Deswegen sind die Geboten in die verschiedenen Städte gezogen. Warum? Um die Stimme hören zu lassen. Wäre es ausreichend, in der Moschee Dawa zu machen, wie einige Leute denken, die Dawa in der Moschee ist wichtig. Es ist, und die ist vernachlässigt. Ja, es müsste viel mehr geben. Aber wäre das ausreichend gewesen, hätte der Prophet a.s.w. in Dal Arkam ibn Abil Arkam sitzen können und macht seine und wartet, bis irgendjemand vorbeikommt und sich verläuft. Aber das hat er nicht gemacht. Sondern er ist rausgegangen. Das heißt, jetzt kommen wir schon. Und jetzt stelle ich euch die Frage. Welche Dauer ähnelt der Dauer am meisten, wo der Prophet a.s.w. zum Berg von Safa gegangen ist? Wo war Safa? An der Kaaba. Was war Kaaba damals? Downtown Mekka. Welche Dauer ähnelt dieser Dauer am meisten, dass er die Leute um sich versammelt? Ist klar, das, was wir machen. Wir rufen die Leute auf, wir rufen sie mit Flyern, das sind Dauermittel, wir rufen sie mit dem Internet, das sind die Mittel der heutigen Zeit und dann erzählen wir ihnen etwas über den Islam. Es wird Koran rezitiert, es wird Khutbatul Hajj gemacht, es werden islamische Themen vorbereitet, die auch mit der Gesellschaft hier zu tun haben. Und es ist auch immer wieder so, dass sich das Bild verändert. Brüder, es kommen Leute zu uns und erzählen uns, ja, obwohl da gehe ich nachher drauf ein. Das heißt, das ist erstmal das Erste. Dann, Dawa, müsst ihr wissen, heißt, was heißt Dawa linguistisch? An-Nida. Und Nida heißt Ruf. Warum heißt Dawa Ruf? Das heißt, die linguistische Bezeichnung. Zum Beispiel Hajj heißt linguistisch Kost, Beabsichtigung. Damit ist gemeint, dass man beabsichtigt, nach Mekka zu reisen, in einer bestimmten Zeit, für bestimmte Menasik, bestimmte Riten. Warum heißt Som im Sarg? Das heißt, Abstand oder sich enthalten. Das hat etwas mit dem Sinn dieser Tat zu tun. Da heißt Ruf, weil der Ruf gehört werden soll. Hams, Flüstern, soll nicht gehört werden. Dawa, Ruf ist das Gegenteil von Flüstern. Flüstern, das ist eine linguistische Bedeutung. Flüstern ist, ich will nicht, dass anderes hören. Ruf ist, ich will, dass so viele Menschen wie möglich hören. Jetzt eine Frage, wo hören mehr Menschen den Ruf? Wenn ich in der Moschee einen Unterricht mache, wo nur die Leute wissen, die sowieso in die Moschee gehen, oder wenn ich eine riesen Daueraktion machen und die Menschen rufe. Und da kommen tausende Menschen mitten in der Innenstadt vorbei und hören, hey, da gibt es heute irgendwas, wird da erzählt über den Weltfrieden, Muslime reden über den Weltfrieden. Ich meine, ihr braucht, wisst ihr selber alle. Das ist ganz klar und deutlich. So, jetzt der nächste Punkt. Dieser Ruf, von wem soll der gehört werden? Ich habe gesagt, von so vielen Menschen wie möglich. Das habe ich eben an der linguistischen Bedeutung des Wortes erklärt. Aber ich will noch zusätzlich dazu einen Beweis aus dem Koran bringen. Allah sagt in Surah 25, Vers 1. Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Segensreich ist derjenige, der den Furqan, das heißt die Unterscheidung von dem Koran, auf sein Diener herabgesandt hat. Warum? Warum ist der Koran herabgesandt worden? Warum? Guck mal, hier sagt Allah, warum der Koran herabgesandt wurde. Warum? Liyakuna lil. Hier dieses Lam ist Ta'lil für Erklärung. Liyakuna lil alamin nadira. Damit er ein Warner für die Welten ist. Letzte Frage, wie willst du die Welten warnen, wenn du dich auf Dauer in der Moschee beschränkst? Es ist unmöglich. Und ich sage nochmal, ich bin nicht gegen die Dauer in den Moscheen. Und ich bin auch nicht dagegen, dass der eine oder andere Prediger vielleicht nur Dauer in Moscheen macht. Aber ich bin dagegen, dass die Dauer als Ganzes
Das heißt, alle Spiele, in denen der Dauer mitspiele, sich nur auf diese Dauer beschränken. Weil damit können wir das Ziel, warum der Koran herabgesandt wurde, nicht erreichen. Bruder, Allah sagt hier, der Koran ist dafür herabgesandt worden, um ein Warner für wen zu sein? Für die Welten, für alle Menschen. Das heißt, wie warnen wir alle Menschen? Jetzt kommt einer, ja, rede mit den Leuten nicht öffentlich über die Hölle. Habe ich das Ziel verfehlt? Der sagt hier, damit wir Warner sind für die Welten. Wovor soll ich denn warnen? Soll ich denn vor Paradies warnen oder was? Ich warne sie vom Paradies, Auzubillah. Dann, nächster Beweis dafür, Musa a.s. Was sagt Pharaon zu ihm? Der soll ein Treffen ausmachen, zu Tutor. Was sagt Musa? Mau'idukum yawm zina wa yuhshar an-nasu duha. Unser Treffpunkt ist yawm zina. Was ist yawm zina? Ist der Feiertag damals gewesen bei den Ägyptern. Musa war ja zu diesem Zeit bei dem Pharao in Ägypten. Es war der Feiertag, wo die Menschen alle rauskamen zur Zeit von Duha. Also ziemlich früh morgens, nachdem die Sonne schon aufgegangen ist und so weiter. Das heißt, weil alle Menschen rausgekommen sind, wollte Musa, dass alle Menschen auf einmal die Botschaft sehen. Der Prophet ging zum Berg Safa, in Downtown Mekka. Warum? Damit alle Menschen die Botschaft sehen. Die Geschichte von dem Zauberlehrling. Was sagte er zu dem König? Er sagte, er soll die Menschen an einem offenen Platz alle versammeln. Warum? Damit sie alle die Botschaft kriegen. Welche Dauer ist dieser Dauer am ähnlichsten? Ganz klar, dass diese Open-Air-Vorträge ohne Wenn und Aber. Und jeder, der was anderes erzählt, jeder, der sagt, nein, bleib in der Moschee und lerne das Buch und mache das nicht. Ich rede nicht von dem, der sagt, ich mache nur das. Ich bin hierin spezialisiert, in diesem Feld. Ich bin zum Beispiel, ich habe eine Ijaza in dem Buch XY, ja, und ich will dieses Buch unterrichten. Ist kein Problem. Aber jeder, der sagt, das ist die einzige Dawa, lass das draußen, das könnte bekämpft werden, ja, der sagt, mach den Koran nicht zu einem Warner für die Welten. Ohne Wenn und Aber. Kann er machen, was er will. Wenn er sagt, nein, bleibe hier, fragen wir ihn, kannst du damit alle Menschen erreichen? Dann muss er sagen, nein. Im Leben nicht. Und wenn er sagt, doch, dann sage ich, wo warst du bei meinem Opa gewesen? Der ist als Käfer gestorben. Wer war da? Wo warst du bei meiner Oma gewesen? Wo warst du bei meiner Tante Hilde gewesen? Wo warst du gewesen bei meinem Onkel Helmut? Wo warst du gewesen? Wo war diese Dawa gewesen? Nirgendwo. Ganz klar. Das heißt, das ist erstmal der Punkt. So, jetzt kommen einige Einwände. Einwand Nummer 1, das ist nicht von der Sunna. Einwand Nummer 2, das schadet dem Islam. Einwand Nummer 3, die Leute kriegen Angst. Einwand Nummer 4, Rebellion gegen den Führer. Das gibt manche Leute. Ohne Quatsch, ich habe das schon gehört. Da kommen Leute original und sagen, diese Kundgebung oder Open Air Vortrag, das ist eine Rebellion gegen einen Führer. Bruder, wenn du das einem Deutschen erzählst, der sagt immer, die Muslime, die haben Dachschaden. Was hat das denn mit Rebellion gegen den Führer zu tun, wenn einer wie in Frankfurt mitten in der Innenstadt steht und redet, welche Position Islam zum Rassismus hat? Was hat es mit Rebellion gegen den Führer zu tun, wenn jemand wie in Wiesbaden mitten in der Innenstadt steht oder mitten auf einer Wiese neben dem Hauptbahnhof steht und redet über Islam und Hijab und Kopftuch? Ist der Hijab ein politisches Symbol? Was hat es mit Rebellion zu tun, wenn einer mitten in der Stadt steht, in Hamburg, am Hauptbahnhof und redet über die Rolle der Frau im Islam. Was hat es mit Rebellion zu tun? Ach Bruder, brauchen wir ganz schnell, das ist einfach nur Balabala. Das hat mit Rebellion, Bruder, jeder Mensch, der alle Tassen im Schrank hat, weiß sofort, das hat mit Rebellion absolut nichts zu tun. Das sieht die deutsche Regierung nicht als Rebellion an.
Und das sieht kein Mensch als Rebellion an, der ehrlich ist und alle Tassen im Schrank hat. Ja, weil entweder du hast nicht alle Tassen im Schrank, du bist unehrlich. Aber wenn du mit so einem Argument dagegen kommen musst, dann zeigst du, dass du eigentlich kein Argument hast, weil hättest du ein Argument dagegen, wärst du nicht mit so einem Schwachsinn gekommen. Ich habe echt schon gehört, Rebellion. Kannst du dir das vorstellen? Und dann schreibt dann einer, oder schreibt dann einer, wenn die es richtig übersetzt haben, ja, der Führer hat Rechte und Pflichten gegenüber euch. Dabei ist es egal, ob ihr in Saudi-Arabien seid oder in Marokko seid oder hier in Deutschland seid. Ihr müsst hören und gehorchen. Das heißt, er hat jetzt Angela Merkel mit König Abdullah auf eine Stufe gesetzt. Oder der hat Angela Merkel sogar auf die Stufe gesetzt, von wirklich Wali und Amr und Muslimin, der mit Scharia ist. Ach ja, das ist eine Bitter der übelsten Sorte. Ja, was verstehe ich? Dabei spielt es keine Rolle. Ist alles dasselbe. Ob du in Deutschland bist oder in Saudi-Arabien oder in Marokko bist, ihr müsst dem Führer hören und gehorchen. Jetzt haben wir dem nicht gehorcht. Also selbst wenn wir sagen würden, das ist unser Wali und Amr. Angela Merkel ist jetzt Wali und Amr. Und das Beste ist ja, Bruder, wir verstoßen ja, verstehst du, und dann erzählt, dann sagen sie, das ist ja mein Argument, weil, verstehst du, Bruder, es gibt manche Leute, die versuchen, Apfel mit Eiern zu vergleichen. Die kommen zum Beispiel mit einer Fatwa von Sheikh Uthaymin von bestimmten Situationen, wo er Demonstrationen verboten hat, ja, wo Leute auf die Straße gehen, mit Steinen sich die Scheichädel einwerfen und dazu aufrufen, dass der König gestürzt wird und es zu Mord und Totschlag kommt. Und dann versuchen sie das auf eine Situation zu beziehen, wo wir in der Stadt stehen und reden über, beispielsweise, was haben wir hier noch, ich habe die ganzen Sachen aufgeschrieben, über, wie verbessert der Islam die Gesellschaft in Offenbach 2010. Das eine hat mit dem anderen absolut nichts zu tun. Aber es nur, weil es Leute gibt, die da auch Polizei, die alles kaputt machen wollen, wo irgendwo Leute zum Islam kommen. Ja, auf jeden Fall. Ach, gehen wir. Was denn mit denen, die sagen. Was gibt's noch? Wollte ich gerade fragen. Ja, es gibt Leute, die sagen dann von wegen, ja, die haben gar keine Gelehrten, die das unterstützen. Wo ja. Sind ihre Gelehrten, die das gutheißen, die das bestätigen? Okay, erstmal eine Frage. Wenn du aufs Klo gehst und pupst, brauchst du einen Gelehrten? Welchen Gelehrten, Bruder, welchen Gelehrten, Bruder, erstmal das. Frag ihn mal, welchen Gelehrten er hat, der ihm gesagt hat, dass er überhaupt diese Frage stellen darf. Welchen Gelehrten hatte er, dass er überhaupt im Facebook diese Frage stellen darf? Ja, welche Gelehrten habt ihr? Muss er erstmal fragen, ob er auch die Frage wirklich so formulieren darf. Achi Allah sagt im Koran, Belliru anni walau aya. Der Prophet sagt, Belliru anni walau aya. Verkünde von mir, selbst wenn es ein Vers ist. So, das ist, was machen wir dort? Was machen wir dort? Wir reden dort über was? Über bestimmte islamische Themen. Hier, ich zähle dir das mal auf, hier, was da zum Beispiel für Themen sind. Ich habe leider viele Themen vergessen, nur von den letzten 3 Jahren. Wiesbaden, Hijab, 5 Konvertierungen. Offenbach, 2010. Wie verbessert der Islam die Gesellschaft? 9 Konvertierungen. Wow. Frankfurt, Rassismus und Islam, die missverstandene Religion. 17 bis 20 Konvertierungen, weil nachher haben noch andere Leute dadurch Islam angenommen. Frankfurt, Islam und Terrorismus, 7 Konvertierungen. Koblenz, ich weiß nicht mehr genau, was dort geredet wurde. Ja, da haben auf jeden Fall, glaube ich, 4 Leute in Islam angenommen. Dietzenbach, Zug des Lebens, wo wir das Achira geredet haben, 3 Konvertierungen. Hamburg, Frau im Islam, das waren, glaube ich, 7 Konvertierungen. Köln, Beweise für das Prophetentum, 5 Konvertierungen. Wen soll ich fragen, ob ich in der Stadt stehen darf und sagen darf, hier sind die Beweise, dass Mohammed wahrlich kein Lügner war, sondern ein wahrhaftiger Prophet. Da soll ich jetzt jemand drüber fragen. Aber kein Problem, wir haben genügend Gelehrte über diese Sache gefragt
Und den holen. Unter anderem Sheikh Abu Saq al-Huwaini. Punkt. So, ganz einfach. Wie er hier war, ach, und übrigens, Sheikh Abu Saq al-Huwaini, dem haben wir die Sache genau erklärt. Von A bis Z. Weil diese Leute, die jetzt darüber reden, die haben gar keine Ahnung. Soll sie doch mal fragen. Und das siehst du schon, dass sie keine Ahnung haben, jedenfalls einige davon, wenn sie von Rebellion gegen den Führer reden. Da weißt du schon, dass der gar nicht da reden darf. Bruder, dann frag ihn mal, welches Thema haben wir da und da gemacht? Welches Thema haben wir da und da? Kann er dir nicht antworten. Dann die nächste Sache ist, Sheikh Abu Saq al-Huwaini, ich habe ihm die Frage gestellt. Weißt du, was Sheikh Abu Saq gesagt hat? Weil ich habe ihm das erklärt, diese Sache. Und es ging hauptsächlich um dieses Thema Ikhtilat. Weil wir teilen die Leute so gut wie es geht. Das ist also kein Ikhtilat im Klassen. Über dieses Thema habe ich jetzt schon öfters geredet. Das heißt, diese ganzen Argumente, die sind sowieso so schwachsinnig, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Verstehst du? Das stärkste Argument, was man vorbringen könnte, wäre Ikhtilat. Das wäre das stärkste. Aber das kann man auch nicht wirklich vorbringen, weil das ein öffentlicher Ort ist, wo jeder die Möglichkeit hat, sich so weit vom anderen Geschlecht wegzustellen, dass für ihn keine Fitna aufkommt. Und wer Fitna haben will und sowieso neu im Islam ist, für ihn macht es keinen Unterschied, ob er am selben Tag in einem Café sitzt oder dort, was ich dir lerne, geht, ob er zu diesem Ort kommt. Das heißt, wer Fitna haben will in Deutschland, der kommt nicht in Fitna wegen einer Kundgebung, der lebt sowieso komplett in der Fitna. So, der lebt sowieso komplett. Im Gegenteil, der hat bei der Kundgebung, selbst wenn er neben den Frauen stehen würde, weniger Fitna, als wenn er durch die Stadt geht oder in den Supermarkt geht. Der geht in den Supermarkt rein, da sieht er schon die Verkäuferin mit dem Ausschnitt bis zum Knie und mit dem Saum bis zum Kinn. Verstehst du, deswegen möchte ich sagen, so, und dann hat der Sheikh am Ende gesagt, hat er erstmal gesagt, ich muss erstmal überlegen, warum haben sie. Am ersten Tag, weil er auch müde gewesen ist. Und dann am Ende hat er die Sache bestätigt. Oder überall in der islamischen Welt. Wir waren jetzt da kam dann diese Schuyuch, die in der Masjid al-Haram arbeiten, um Fatwa zu geben für die Hujjaj. Ja, verschiedene Leute. Bruder, die haben dieses Video auf ihrem Handy, wo in Frankfurt 17 Leute in Islam haben. Bruder, in Alexandria habe ich Vorträge zusammen gemacht mit Abdelmunim Shahad, mit Yasser Burhami. Ja, und dann haben die Video eingespielt von dieser Situation in Frankfurt, wo 17 Leute Islam angenommen haben. Und da waren so viele Brüder im Publikum, die sowas von begeistert waren, die vielleicht sogar geweint haben. Deswegen. Hier, Nabil Awad, der sagt, ja, keine Gelehrte. Verstehst du, Bruder? Wir haben genügend Leute dahinter stehen, die diese Sache genau so sehen. Ja, aber dann heißt es natürlich, nee, ja, das sind keine Gelehrte. Weil wir haben nur unsere 100 Gelehrte hinter uns. Weil sie auch Saudi-Arabien sind. Ja. Aber Gelehrte gibt es ja nur in Saudi-Arabien. Ja. Da wird zum Beispiel gesagt, in Ägypten gibt es nur einen Gelehrten. Und der ist auch wirklich kein Gelehrter. Das heißt, das größte arabische Land, da gibt es noch nicht mal einen Gelehrten. Und einen, der ist nur halb Gelehrter. Und dieser halbe Gelehrte, der hat jetzt erlaubt, dass man die Demonstranten, die auf dem Gehweg sitzen, dass man die in den Schädel reinschießt. Maschallah, guter Gelehrter. Da ist ja ein guter Gelehrter, Maschallah. Darf man ruhig töten, was? Der erste Sportsfreund hat das auch. Darf man die ruhig töten. Das kann man. Zumal die Gelehrten. Guck mal, was das dem Islam schadet. Bruder, Islam, was schadet dem Islam mehr als die Aussage von einem Gelehrten? Ja, und das hört die Welt, der erzählt, da machen Leute einen Sitzstreik. Und da kann das Militär hingehen und kann die alle mal in den Kopf reinschießen. Alle, die da sitzen, weißen ja, Chawarisch. Ach, da fällt dir nichts mehr zu ein. Also auf jeden Fall, fangen wir mal an. So, jetzt. Nicht von der Sunna. Fangen wir mal an, erstmal mit der Aussage. Nicht von der Sunna. Fragen wir den, was ist nicht von der Sunna? Erstmal. Was ist nicht von der Sunna? Wenn er mit einzelnen Details kommt, die wir eventuell falsch gemacht haben, dann darf er nicht die Kundgebung verbieten. Dann muss er sagen, diese eine Sache sollte er so nicht machen. Aber daran sieht man dann schon die Hauer. Weil er will nicht, dass wir die eine Sache nicht machen, sondern er will die Dauer kaputt machen. So, aber jetzt, dann sagen wir zu ihm, ist eine Kundgebung oder ein Open-Air-Vortrag, ist das ein Mittel oder ist das was? Ist ein Mittel. Das ist ein Dauermittel, ganz klar, so jetzt.
In welcher Sache, weil wenn sie das nicht von der Sunna meinen, sie ist Bidda. Dann fragen wir ihn, in welchen Sachen gibt es denn eine Bidda? Dann wird er sagen, ja, hat der Prophet alayhi salatu wassalam, hat er eine Kundgebung angemeldet bei der Stadt? Das heißt, hat der Prophet alayhi salatu einen Verein angemeldet, wo er Spenden gesammelt hat? Mit Mitgliedsbeiträgen? Hat der Prophet alayhi salatu wassalam, eine Universität gegründet mit Noten, wie in Medina? Hat der Prophet alayhi salatu tausend Sachen ganz oft. Hat der Buch in Usul al-Fiqh geschrieben? Hat der Prophet alayhi salatu ein Buch in Mustal al-Hadith geschrieben? Ach. Das heißt, wo ist etwas eine Bidda? Ist etwas eine Bidda? Erstens in Ibadat, zweitens in Aqa'id, also das heißt Ibadat, Beten, Fasten, Hajj etc. So, zweitens in Ibadat, in Aqa'id, Glaubenslehre, dass du sagst, ja, da gibt es zum Beispiel, dass du sagst, Allah hat, ja, so und so viele Eigenschaften, Thubutiyya und Rububiyya und Salbiyya und so viele Eigenschaften und so weiter und so fort, ja, und diese Eigenschaften müssen wir so und so verstehen, und, ja, das ist eine Bidda, dass du versuchst, mit Sachen zu kommen, ja, oder da gibt es einen Engel, der heißt so und so, das ist eine Bidda in Aqa'id. Okay, so. Aber, und Qawaid Mu'amalat, Grundregeln der Mu'amalat. So jetzt, eine Wasailu Dawa, eine Wasila für die Dawa ist keine Bidda. Eine Wasila für eine Dawa, dass du sagst, um Menschen zu sammeln, um mit ihnen über den Islam zu reden, machen wir an diesem und jeden Tag, rufen wir die Menschen auf, ist keine Bidda. Ansonsten müsstest du sagen, Kassetten sind Bidda. Ansonsten müsstest du sagen, Radioprogramme zu bestimmten Zeiten sind Bidda, Fernsehprogramme zu bestimmten Zeiten sind Bidda. Das ist eine Wasila. Und Wasailu Dawa sind nicht Tauqifiyya. Und da gibt es keine Meinungsverschiedenheit drüber. Bruder, es gibt hierüber keine Meinungsverschiedenheit. So, jetzt haben wir schon Rebellion, wir haben, ist nicht von der Sunna. Und jetzt kommt, schadet dem Bild des Islams. So jetzt, schadet dem Bild des Islams. Guck mal. Erstmal. Wir müssen erstmal sagen, was ist ein Schaden? Wenn wir sagen, etwas schadet etwas, was heißt das? Das macht die Sache schlechter, oder? Jetzt, wie ist denn das Bild des Islams in Deutschland? Kann man da noch was schaden? Ach, das ist ein riesen Vorteil, da kann nichts mehr schaden. Ach, spätestens nach dem 11. September, Bruder, der Zenitpunkt, Bruder, das ist wieder dieser Neid. Also, da kommen Leute mit, die schaden dem Islam. Ach, spätestens nach 11. September kannst du dem Islam nicht mehr schaden. Also die haben so, dass, Bruder, wenn du eine Stadt in Ruinen steht, kannst du nicht mehr, wenn du mit dem Hammer auf einen Stein drauf haust, kannst du die Stadt nicht mehr kaputt machen. Verstehst du, was ich meine? So jetzt, was wollen die sagen? Die wollen sagen, guck mal, die Medien reden nachher schlecht darüber und deswegen könnte das dem Bild des Islams schaden, ist oder was. Wir sagen erstmal. Erstmal Beweis von der Sunna. Hat der Prophet alayhi salatu wassalam, als die Medien der damaligen Zeit über ihn schlecht geredet haben, hat er gesagt, oh, dann gehe ich besser nicht mehr raus, weil ansonsten könnten die über mich erzählen, Zauberer, Wahrsager, Poet, geistesgestört, und das könnte dem Bild des Islams schaden. Nein, hat weitergemacht. Das heißt, Achim, wenn wir dem Weg des Propheten folgen und wir rufen zum Islam, da kommt ein anderer und redet was Schlechtes über uns, sagen wir nicht, wir hören auf, damit sie nicht schlecht über uns reden. Weil das wäre nicht der Weg des Propheten. Ganz klar und deutlich. Achim, da gibt es keine Interpretationsmöglichkeit.
Abu Lahab war immer hinter ihm. Die haben jetzt, der hat erzählt, Abu Lahab hat hinter ihm, das waren die Medien der damaligen Zeit, hat gesagt, nein, hört dem nicht zu, da ist ein Lügner. Rot ist grün, grün ist rot. Verstehst du? So. Aber was ist zur damaligen Zeit passiert? Was ist passiert? Ach, Tufayl ibn Amr, der kam nach Mekka und die haben gesagt, das ist ein Zauberer, hör bloß nicht zu, was er erzählt. Der hat sich Baumwolle in die Ohren getan. Und dann war er aber so neugierig gewesen, er musste doch zuhören. Und da hat er zugehört, hat ich sagen können. Ach, genau so ist es heute. Nicht jetzt unbedingt mit Baumwolle, aber die erzählen ihnen irgendwas radikal, Terrorist, dies, das, bla 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 bla, Salafist und so weiter. Und dann auf einmal, was machen die Leute? Die sagen, mal reingucken. Och. Ja. Die machen kostenlose Werbung für uns. Ach, so eine Werbung könnten wir gar nicht bezahlen. Ach, wir erreichen zum Beispiel bei der Kundgebung tausende Leute. Danach kommt nochmal RTL aktuell und erreicht 3 Millionen. Ja. Und glaub, ach, von mir aus mehr, ist egal. Ach, oder Spiegel TV und stellt vor, die sollen alle vorbeikommen. Ach. Die sind herzlich willkommen. Und die hetzen ja nicht gegen die Person, die hetzen gegen den Islam. Ja, das kommt sowieso dazu. Aber pass auf jetzt. Letztes Jahr war ich bei der Hajj gewesen. Letztes, um dieses Thema nochmal zu bestätigen. Genau wie in der Zeit des Propheten. Guck mal, die Leute, die uns kennen, guck mal, weil sie haben eine andere Meinung. Das sind immer die komplett Vollhasser, PI, Hornochse, ja? Oder Leute, die uns nicht kennen. Manche Leute, mit denen kannst du erzählen, was du willst. Mit denen kannst du erzählen, was du willst. Die nehmen uns sowieso nicht an, wie zur Zeit des Propheten, pass auf, letztes Jahr war ich bei der Hajj. Und da kommt ein Bruder an, ja, der sagt, boah, ich bin durch dich hier hingekommen eigentlich. Also Allah hat durch dich mich recht, ich habe mir deine Vorträge angeschaut und so. Habe ich ihm gesagt, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Sagt er, ja, ich war früher nicht so, also ich kann jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so den Sinn des Gesprächs, also nicht so religiös war natürlich, ja, ich glaube nicht gebetet, aus ab und zu mal, ja, das typische Bild. Und dann hat der RTL geguckt. Und da kam ich. Hat gesagt, boah, ist das wieder ein Assi. Der macht wieder den ganzen Islam, zieht er durch. Ne? Das heißt, da habe ich danach aus Neugier mir Videos auf YouTube angehört. Ich dachte, ist ja eigentlich ganz anders. Heute habe ich einen Bruder getroffen. Und das Coole ist, dass der jetzt direkt neben mir sitzt. Ja. Wo hast du mich gesehen? Ja, und zwar war das so, das war vor ungefähr 2-3 Jahren, in dem sozusagen die Dauer auf dem Höhepunkt war und Spiegel TV präsent war, also jetzt an dir präsent war. Und das war so eine zweiteilige Reportage über die salafistische Mönchengladbach. Genau, in Mönchengladbach. Und das waren zwei Teile und da wurden sozusagen einzelne Szenen gezeigt, wie ihr beispielsweise draußen gebetet habt. Und natürlich, am Anfang denkt man schon, okay, das ist schon ein bisschen extrem, aber wie man sich dann eben durch diese Videos interessiert hat, dann eben natürlich, das hat für die Medien natürlich negativ. Und wie gesagt, also durch die Spiegel TV, durch die zweiteilige Reportage wurde man erstmal auf diese Sache aufmerksam. Und wenn man auf diese Sache aufmerksam wurde, dann ist das natürlich für uns eine gewisse Publicity. Ja. Und, im Endeffekt, und so bist du im Endeffekt, hast du angefangen zu reden. Deswegen nochmal an Spiegel TV. Danke für die kostenlose Werbung. Ist das mein Anfang, Bruder? Und das ist jetzt ein Bruder, den ich heute getroffen habe. Bruder, wie viele sind noch da draußen? Bruder, wenn er der Einzige ist, der durch diese Sache, dass das der Schritt war, der ihn im Endeffekt dazu bewogen hat zu beten oder den Islam anzunehmen, Bruder, dann reicht's schon. Wenn er der Einzige ist in ganz Deutschland, Bruder, hat sich das schon gelohnt, Alhamdulillah. Weil wie gesagt, ach, das Bild ist sowieso kaputt. Du kannst heute nichts mehr kaputt machen. Verstehst du? Und was ist der Beweis dafür, dass das der Zenit der Hetze war? Der Beweis dafür ist, wenn du heute fragst, kennt ihr Pierre Vogel? Kennen mich viele. Aber wenn du jemand fragst, kennst du Osama Bin Laden, kennt ihn jeder. Obwohl er nicht in Deutschland wohnt, kennt jeder.
Das ist einfach so. Das war damals der Zenit der Hetze. Bruder, ich weiß, ich habe damals ein Referat darüber gehalten, in der Universität in Köln, in Soziologie. Habe ich darüber ein Referat gehalten, wie sich das Bild zum Islam geändert hat, nach dem 11. September. Das war Ende 2002 gewesen. Von daher, Achim, mir kann kein Mensch da was erzählen, das ist ganz klar. Da hast du jeden Tag nur gehört, Handhab, dies, das, Taliban, dieses ganze Programm. So. Deswegen schadet dem Bild des Islams, ist der absolute Schwachsinn. Du musst mal fragen, die Frage, die du gestellt hast. Wie viele Menschen sind denn Brüder, die praktizieren? Wie viele von denen haben praktiziert, wegen der Dauer angefangen zu praktizieren? Ja. Diese Frage muss man einfach mal. Ja. Das ist wirklich, das ist eigentlich die Wahrheit. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, das hat die Kamera jetzt sowieso schon gehört. Aber wie gesagt, was heißt schadet dem Bild des Islams? Wir müssen eins verstehen, ich möchte das nochmal erklären. Es gibt keinen Menschen in Deutschland, der, außer jetzt Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, ein komplett neutrales Bild vom Islam hat. Sondern es gibt im Allgemeinen zwei Gruppen. Hasser und Differenzierer. Der Hasser, der hasst alles, was nach Islam riecht. P.I.-News. Okay? Da kannst du auch erzählen, was du willst, solange du nicht mit dem Caterpillar in die Meschel Haram reinfährst und ein Kreuz oben auf die Kaaba setzt, bist du schlecht. Und selbst wenn du das machst, hast du vielleicht Takriya gemacht und hast nur gelogen, damit du die Ungläubigen täuscht hast. Die haben Dachschaden, die Typen. Das ist ganz klar. Bruder, wir haben die auch schon oft erlebt. Das sind einfach nur Leute, die einen Dachschaden haben. Und das sage ich auch ganz klar. Das sind Leute, die Wahrheit nicht vertragen können. Bruder, mich wollen Leute umbringen. Ja, mich wollen Leute umbringen. Dann sage ich, wo seid ihr denn, die mich umbringen wollen? Dann sagt der eine, ja, du bist ja verrückt. Ich bin verrückt. Mich wollen Leute umbringen. Ich will mich wehren. Und du sagst, ich bin verrückt. Guck mal, geistesgestört. Bruder, vergiss es. Das sind wirklich Leute, die islamophob sind. Die haben eine krankhafte Angst vor dem Islam. Da kannst du machen, was du willst. So, jetzt gibt es aber die zweite Gruppe. Und Bruder, das Beste ist, Entschuldigung, heute habe ich noch einen Bruder getroffen, der den Islam angenommen hat, der am Anfang uns gesehen hat, gesagt hat, ah, der Pierre Vogel, der ist bekloppt. Und am Ende haben die Videos dann dazu beigefordert, dass er den Islam angenommen hat. Also das ist jetzt schon die dritte Bestätigung in dieser kurzen Zeit, auf jeden Fall jetzt. So, das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe sind die Differenzierer. Bei denen gibt es im Allgemeinen zwei Gruppen von Muslimen. Einmal der gute Muslim. Das ist der Muslim, der die Religion nicht so ernst nimmt. Der trinkt sich ab und zu mal einen mit. Geht einmal im Jahr in die Moschee. Eid al-Adha, oder zweimal, Entschuldigung. Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Und der macht alles mit, auch Karneval ist er dabei. Das ist ein guter Muslim. Oh, Bruder, und solche Sachen, wenn ich das weiß. Bruder, ich war früher genauso. Bruder, wenn ich von einem Muslim gehört habe, der isst Schweinefleisch, oh, da habe ich mich so gefreut. Und die Tochter da, wo wir einen Freund haben, oh, super, ach, endlich mal Leute, die normal sind. Ich habe das gehasst. Ich Leute gesehen habe, die so streng waren, Kopftuch und sowas. Ja. Überleg mal, Achim. Bruder, deswegen, Achim, mir kann keiner was erzählen, der irgendwo in Utzebutz aufgewachsen ist. Achim, verstehst du, und versucht mir dann irgendwie was zu erzählen. Ich bin Deutscher. Vogel ist mein Name. Vogel. Sie müssen sich integrieren. Boah, das waren für mich korrekte Muslime. Korrekte Muslime, die gehen in die Disco, die Tochter geht auch in die Disco, die da, wo Freunde haben, boah, was meinst du, dass ich mich darüber gefreut habe? Ah, das war irgendwie, fand ich das schön, boah, ich finde das total grausam. Ja? So, Schweinefleisch gegessen, boah, super, mein Freund, der Bülent, der ist ein ganz cooler, der kann alle Karnevalslieder auswendig. Ja. Ach, was ich gedacht, ich habe Freunde, der Bülent, ne? Dem war ich in Lorette Mar gewesen, da steht er vor dem Spiegel, Türke, lange Haare, steht er vor dem Spiegel und tanzt und singt so, oh, 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 Anne-Marie, mit der ist rückgesucht. Die Rappensau. Kannst du das vorstellen? Aber der
ist Schweinefleisch. Verstehst du so, boah, fünf Fenster total cool, das ist ein richtiger cooler Typ. Trinkt ja auch mal Bier schön, verstehst du, die ganze Familie, super integriert. Okay? So, auf jeden Fall das. So, das fand ich cool. Und das ist das Bild, Bruder, was dieser, die haben. Das sind die guten Muslime. Und dann gibt es die Radikalen. Und die unterteilen sich wieder in zwei Gruppen. Taliban mit Bart und Schläfer ohne Bart. Aber da kommt ja schon einiges. So, ja, ja. Bruder, und jetzt, was ist das Ziel? Bruder, das Ziel ist, das heißt, wenn du jetzt etwas machst und die verdrehen das, guck mal, wenn du jetzt etwas machst und die verdrehen das, du schadest dem Bild nicht, sondern das Bild bleibt bestehen. Aha, das sind die Taliban. Da ist einer mit Bart vorne und der ist radikal, Salafist, bla bla bla. Das ändert das Bild nicht, das Gesamtbild wird nicht geändert. Aber, jetzt gibt es einen Riesenvorteil. Dieser Taliban, der sogenannte Taliban, wir sind keine Taliban, ja, ich meine, so sehen die das, der lebt nicht hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen in der Höhle XY, sondern der lebt hier. Und wenn man zufälligerweise mal in YouTube nachhört, kann man sich den ganzen Vortrag angucken. Da kann man sich auch mal gucken, was der wirklich gesagt hat. Dass der, ja, nicht nur geschnittene Zähne, wir würden die Bibel noch nicht mal auf der Toilette lesen, wo das sich so anhört wie, das ist so ein schlechtes Buch, dass wir es noch nicht mal auf der Toilette lesen würden, sondern dass es bei uns entehrend ist für ein Buch, wenn man es auf der Toilette liest, dass wir es deswegen nicht auf der Toilette lesen würden, weil wir der Bibel trotz der Meinungsverschiedenheit für das Wahre, was daran vorhanden ist, so viel Ehre geben, dass wir die Bibel nicht auf den Boden legen. Der Prophet a.s., das ist die Erklärung von einigen Gelehrten, muss ich dazu sagen. Der Prophet, und es ist nicht erlaubt, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit, eine Bibel zu verbrennen. Ja? Der Prophet a.s. kam jemand zu ihm mit der Tora, da hat er die Tora auf ein Kissen gelegt, im Bukhara. Und dadurch leiten Gelehrte ab, dass es nicht von Adab ist, den Koran auf den Boden zu legen. Den Koran auf den Boden zu legen. Weil wenn er noch nicht mal die Bibel, die Tora auf den Boden gelegt hat, sondern auf ein Kissen, das ist, was einige Lehrte ableiten. Koran ist ja höher. Das ist ein Istinbat. Ja, natürlich, der Koran ist höher, keine Frage. Weil in die Bibel Sachen hineingekommen sind, die nicht richtig sind. Aber für das, was richtig daran ist, darf man die Bibel nicht entehren. So. Das heißt, wenn man sich den ganzen Vortrag anhört, sieht man, was ich damit meine. Wenn man aber nur dieses Geschnittene sieht, wir würden die Bibel noch nicht mal auf der Toilette lesen, ist das so, als wenn ich mich darüber lustig mache. Ist aber genau andersherum. Ist genau andersherum. Die haben ja nicht gelogen, die haben ja nur geschnitten. Das ist ja so. Ja, nicht so rumsehen. So, das heißt, das Bild wird nicht verändert, so das Bild bleibt gleich, aber jetzt auf einmal kommt jemand, der zuhört. Und wie bringst du die Leute zum Zuhören? Indem du eine Reaktion herausforderst. Du machst irgendetwas. Das heißt, das Bild kannst du nur verändern, wann? Wenn die Leute zuhören. Und das Bild kannst du nur verändern, wenn du dich nicht als gemäßigter Muslim gibst, weil dann bestätigst du nur das Bild. Aha, wir haben den gemäßigten Muslim, der ist ja auch der, aber der radikale Muslim, der praktiziert, ist gefährlich. So, wir wollen denen ja nicht beweisen, dass der gemäßigte Muslim in Ordnung ist, weil der ist für die Differenzierer sowieso in Ordnung. Wir wollen den beweisen, dass der radikale Muslim, in Anführungsstrichen, der sogenannte radikale Muslim, in Ordnung ist. So was müssen wir deswegen, wir müssen die dazu bringen, zuzuhören. Und wie bringen wir die dazu, zuzuhören? Indem wir irgendeine Aktion bringen, wo die total neugierig werden, um zu hören. Zum Beispiel, Totengebet für Osama Bin Laden. Achi, das war das erste Mal gewesen, dass wir in der Zeitung geschrieben haben. Über meinen Vortrag, dass wir gegen Terrorismus gesprochen haben. Und sieben Leute haben an dem Tag den Islam angenommen. Das erste Mal. Die Situation, wenn du das Totengebet machst, bleibt sowieso gleich. Du warst vor Terrorist und bist nachher Terrorist. Für die, die nicht differenzieren. Für die, die differenzieren, bist du auch vorher Terrorist und nachher Terrorist.
Aber für die, die differenzieren und zuhören, sagen, Moment mal, hat doch eigentlich was ganz anderes gesagt. Das heißt, die Gesamtsituation verbessert man damit. Habt ihr das verstanden? Versteht ihr? Die Gesamtsituation verbessert sich. Die Situation war vorher so. Der nicht differenziert, für den bist du so Terrorist. Selbst wenn du dort stehst, ja, wir distanzieren uns. Ja, ja, alles Dacke, alles Dacke. Ja. Für den, der differenziert und nicht zuhört, für den warst du vorher Taliban und bist nachher genauso Taliban. Das ist nicht so zu sagen. Bist du sowieso Terrorist. Aber für den, der differenziert und zuhört und den das jetzt so neugierig gemacht hat, dass das der zuhört, der ändert seine Meinung. Und das ist das, was wir erleben. Versteht ihr? Deswegen muss man erstmal, und Bruder, glaub mir, es ist genau das passiert, was ich vorhatte. Ich habe gesagt, wir machen das Totengebet. Ich habe auch einen angerufen, haben uns beraten. Ich hatte genau diesen Plan im Kopf und patsch, da kamen so viele Zeitungen an dem Tag. Da haben die alle drüber geschrieben. Und jetzt an die, Bruder, ich habe tausendmal gegen Terrorismus geschrieben. An diesem Tag haben sie geschrieben, dass er gegen Terrorismus einen Vortrag gemacht hat. Natürlich. Der eine wird es nicht glauben. Wer? Der nicht differenziert. Der Hasser. Aber der eine oder andere wird sagen, Moment, da sind ja Beweise bei. Punkt. Das ändert also an der Lage nichts. Und dann hatte ich noch was anderes damit vor. Das sage ich euch mal. Das sage ich euch mal, wenn die Kamera aus ist. Das hat auch voll funktioniert. Voll funktioniert. Und haben die Muslime einen Schaden dadurch bekommen? Nee. Die Situation ist genauso wie vorher. Punkt, Ende aus, Mickey Mouse. So, das. Und wenn, kriege ich einen Schaden dadurch. Aber ich konnte auch keinen Schaden mehr kriegen, weil ich nur über Sachen geredet habe, die in Deutschland erlaubt sind. Und zweitens, die haben schon vorher mich aus den Moscheen rausgeekelt, sind zu den Moscheevorständen gegangen, ja, zum Beispiel die Abu Jahl Moschee in XY, und haben zu denen gesagt, hey, ihr seid gut, ihr seid voll, ihr seid nett, ihr macht das ganz toll, ja. Aber dieser Vogel, den dürft ihr nicht einladen. Oh ja, nee, also von dem distanzieren wir uns auch. Also, ja, wisst ihr, der sagt ja auch, dass Hijab Pflicht ist, ja wirklich. Also, man soll ja nicht radikal sein. Unsere Religion sagt, man darf niemanden zum Glauben zwingen. Islam ist Frieden. Islam ist Frieden, ja. Ja, verstehst du so? Das ist das Problem. Das Ding, was auch viele nicht mehr wissen, ist ja auch, dass. Dass die das so weit gebracht haben, dass man nur noch auf der Straße predigen kann. Bruder, gut, dass du es gerade sagst. Wie hat denn die Dao angefangen damals? Genau, und das ist jetzt. Das war noch alles nur genau. In der Moschee. Bevor ich zum vierten Punkt komme, ja, wenn die Leute sagen, macht keine Open-Air-Vorträge, macht keine Vorträge im Freien, wer darüber redet, den muss man erst mal fragen, warum haben die überhaupt damit angefangen? Das war eigentlich, und es ist genau wie zur Zeit des Propheten. Als sie die Dawa in Mekka zugemacht haben, ist er wohl gegangen nach Taif. Weil er musste dann nach neuen Wegen suchen. Vorher war er beschäftigt. Aber hier war es so gewesen, Bruder, wir haben im Jahre 1996 angefangen mit den Vorträgen in den Moscheen. Eigentlich 95 sogar schon, 2005 eigentlich schon, aber nur sporadisch und dann 2006 intensiv. Jedes Wochenende woanders hin. Im Jahre 2007. Ja, also vor Mönchengladbach und das Ganze, ich war auch nie Mitglied vom Verein Einladung zum Paradies, das nur mal nebenbei. Weil ich immer auf eigenen Füßen stehen will. Sobald ich in einem Verein bin, dann muss ich mir nach der Nase tanzen von irgendwelchen Leuten. Und wenn ich kippe, kippt der Verein. Und wenn der Verein kippt, kippe ich. Also ich bin nie in einem Verein eingetragen gewesen, das nur mal nebenbei. Ja. So, ich war aber sozusagen... der das mit angetrieben hat. Aber der Verein selber, ich war derjenige, der die Seite Einladung zum Paradies gegründet hat. Aber ich war nicht vom Verein Einladung zum Paradies. Okay? Das nur mal nebenbei. Jetzt zu diesem Punkt zurück. 2007 haben die schon in Frankfurt, in Hessen, sich mit Moscheen zusammengesetzt und haben einen Integrationsvertrag unterschreiben lassen, dass die keinen Prediger einladen, dass die vorher erstmal bei der bestimmten Behörde anfragen müssen. Dadurch bin ich im Jahr 2008 nicht mehr eingeladen worden. Im Jahr 2009 nicht. Dann im Ende 2009 ist Abu Adam Abu Ali in eine Moschee in Wiesbaden eingeladen worden
Und dann haben die einen Brief bekommen von den zuständigen Behörden, die Moschee. Und den Brief haben wir bekommen. Dadurch wussten wir dann, dass das Ende 2007 unterschrieben wurde. Ja, diese Leute sind aus dem Milieu oder aus dem Umfeld von Pierre Vogel, bla bla bla. Okay, pass auf jetzt. Dann, und sind bestimmt 30, und das hat man auch in Düsseldorf gemacht, das hat der Bruder Bashar gesagt, die haben die Leute getroffen, das hat man in vielen Bundesländern gemacht. Oder in mehreren Bundesländern vielmehr. Das hat man mit vielen Moscheen gemacht, dass sie die unter Druck gesetzt haben, dass sie uns nicht mehr einladen. Warum? Unsere Dawa falsch war? Nein, weil unsere Dawa effektiv war. Die haben uns bestimmt 30 Mal Hallen kaputt gemacht. Hallen und Moscheen. Dass wir eingeladen waren, wir Werbung gemacht haben und die haben Druck gemacht, sodass wir wieder ausgeladen worden sind. Ich schätze 30 Mal. So, dann sind wir auf die Idee gekommen, eigentlich der Ibrahim Thomas. Im Winterlingen war eine Disco, haben die gemietet. Das war früher eine Disco und dann ein Saal. Das müsste Baden-Württemberg sein. Und da sollten wir einen Vortrag halten. Dann haben sie das wieder abgesagt. Dann hat der Ibrahim Thomas gesagt, lass uns das nicht mehr gefallen. Dann lass uns doch eine Kundgebung machen. Da habe ich gesagt, boah, ist eine super Idee. Wenn die uns nicht in ihrer Stadt haben wollen, haben die uns mitten auf dem Marktplatz stehen. Dann machen wir da unsere Rede. Kommen wir nicht über den Hund, kommen wir über den Städts. Stehst du? So. Auf jeden Fall, was passiert? Haben wir im Winterlingen die ersten Open-Air-Vortrag gemacht. Mitten auf der Straße. War damals Abu Anis dabei, Abu Bilal und ich. Das erste, mitten im Winter, 2009, mitten im Winter, also da war Schnee, da lag Schnee und so haben wir dann die Kundgebung gemacht. So, dann, deswegen jetzt jemand sagt, das hat den Muslimen geschadet. Sagen wir zu den, welchen Schaden hatten die Muslime im Winter? Nennen uns die nochmal. Guck mal, wenn es um Nutzen geht, sagen wir haben das Wort verkündet. Punkt, in der Öffentlichkeit. Das ist schon Nutzen genug, dieser Nutzen würde schon alleine reichen. Selbst wenn kein einziger den Islam angenommen hätte und kein einziger angefangen hätte zu praktizieren. Okay? Aber jetzt. Winterlingen, welchen Schaden haben die Muslime? Gar keinen Schaden. Zweite Kundgebung war in Berlin. Da haben wir über Islamhass geredet. Welchen Schaden hatten die Muslime? Gar keinen. Dritte Kundgebung in München-Gladbach damals schon. Welchen Schaden hatten die Muslime? In Reit war das gewesen. Kein einziger. Vierte Kundgebung Heidelberg. Sag mir doch mal in Heidelberg, zu welchem Muslim jemand gekommen ist. Ja, der Pierre Vogel hat eine Kundgebung gemacht, jetzt nehmen wir dich hier fest, jetzt klauen wir die. Das ist völliger Quatsch. Oder das ist eine Illusion im Kopf, Achim. Oder vielmehr Halluzination. Ich weiß nicht, wie die Drogen heißen, Achim. Ja, der Schaden, den das gebracht hat. Welchen Schaden denn? Sag mir doch mal, welchen Schaden es in Heidelberg gebracht hat. Danach waren wir in Düsseldorf zweimal. Aber ich kann dir sagen, welchen Nutzen das gebracht hat hier. Danach, da kommen wir nachher noch zu. Dann, da habe ich ja eben auch schon erwähnt. Dann in München, welchen Schaden hat das gegeben? Der Schaden war, und da kannst du den Bruder Nabil fragen, der Tunesier, dass die Frau, das haben wir gar nicht besprochen, nachher ihre Kinder wiederbekommen hat. Ihre vier Kinder, als wir vor dem Jugendamt dort die Kundgebung gemacht haben. Das ist das, was der Bruder Nabil aus Tunesien mir gesagt hat. Ja? Wie heißt denn? Diese Nathalie Bracht, ganz genau. Aber das kam nachher nicht mehr raus, weil die leider ihre Geschichte mit vielen Lügen vermischt hat. Und deswegen konnten wir die nicht mehr unterstützen, deswegen konnten wir auch nachher nicht mehr sagen, ja, die hat ihre Kinder wiederbekommen durch die Sache. Der Nabil Melanie, der hat mir gesagt, im Endeffekt durch diese Sache ist ihnen die Kinder wiedergekommen. So, hat eine Muslimin ihre Kinder mitbekommen, auch wenn sie jetzt gelogen hat, das schließt ja nicht aus dem Islam aus. Ja? Das heißt, weil ihre Geschichte war teilweise wahr und teilweise gelogen. Was gelogen war, war diese ganze Geschichte mit Juden, bla bla bla. Ja? Dann Frankfurt, haben wir mitten im Winter auch eine Kundgebung gemacht. Damals schon. Das war Ende 2009 oder Anfang 2010. Da haben drei Leute den Islam angenommen. Drei Leute den Islam angenommen. Erstmal jetzt zu diesen Kundgebungen. Diese Kundgebungen sind die Kundgebungen, erstmal, überall haben wir das Wort Allahs verkündet, dass Allah der Größte ist, dass Allah alleine anbetungswürdig ist. Zweite Sache ist, es gab absolut keinen Schaden. Dritte Sache ist, dieser Islamhass, das wurde erstmal richtig bekannt gemacht, dass die Muslime auch dafür sensibilisiert wurden.
Deswegen siehst du heute, wie die Muslime auf diese Sache realisieren. Viele wussten das damals auch gar nicht. Alle diese Kundgebungen praktisch im Islamhass. Vierte Sache, diese Frau hat ihre Kinder wieder bekommen. Zum Nutzen schade. Schade, absolute nichts Sichtbares, Greifbares. Fünftens, die Muslime sind richtig motiviert. Und frag mal jemanden, der dabei war in Berlin. Frag mal jemanden, der dabei war in Mönchengladbach. Frag ihn mal. So, dann, nächste Kundgebung war in Bonn. Das war mit Abu Hussein, mit Abu Jamal, Abu Anis, Abu Ali, Abu Adam und ich. Da haben das war Islam und Terrorismus. Das war da wieder, wir haben eine Halle gemietet. Und dann kamen wieder die Besitzer, wurden eingeschüchtert, haben die Halle abgesagt. Dann haben wir, die Kundgebung gemacht. Die Straße wurde gesperrt. Wir haben mitten in der Stadt gebetet, dass die Leute das Gebet sehen. Und es haben zwei oder drei Leute den Islam angenommen. Wir haben die das Wort Allahs verkündet, zwei oder drei Leute haben Islam genommen, Muslime wurden motiviert, Muslime haben angefangen zu praktizieren. Ja? Und welchen Schaden gab es dadurch? Ist eine Moschee da zugemacht worden oder was? Wegen der Kundgebung? Gibt es nicht, es ist einfach nur dummes Gequatsche. Jetzt kommt das nächste. Drei Kundgebungen in Mönchengladbach. Insgesamt haben bei diesen Kundgebungen, geht es immer um islamische Themen, ich weiß leider nicht mehr genau, welche das waren. Einmal, wie führt man ein erfolgreiches Leben? Insgesamt haben durch diese Kundgebungen, ja, ich habe das mal mit Abu Adam ausgerechnet, 12 bis 14 Leute den Islam angenommen. Alleine diese Aktion mit diesem Jungen, der mir in die Falle reingelaufen ist, haben zwei Leute den Islam angenommen. So. Der den Islam vorher gehasst hat, hat die doch nachher das. Da du hast erzählt, guck mal, er hat das damals im Fernsehen gesehen. Er hat dadurch angefangen zu praktizieren. Und wie viele Muslime haben angefangen zu praktizieren ohne Ende? Wie viele Muslime wurden motiviert? Eine ganze Stadt hat die Hudja bekommen. Und es gibt keinen greifbaren Schaden. Weil das, was sie im Fernsehen gelabert haben, haben sie vorher schon gelabert. Aber jetzt können die Leute differenzieren. Einer, der differenziert hat, sitzt heute neben mir. So, aber jetzt sagen die Leute, aber die Moschee ist doch zugemacht worden. Da sagen wir, Moment, du musst, bevor du redest, bevor man den Mund aufmacht, erstmal genau recherchieren. All die drei Kundgebungen haben stattgefunden, nachdem die Moschee schon geschlossen war. Das heißt, wie willst du sagen, die Moschee ist zugemacht worden durch die Kundgebung? Die Kundgebungen haben erst nach der Schließung der Moschee stattgefunden. Das ist so Blödsinn, ist das. Und jetzt beweis mir doch mal, dass die Moschee aufgemacht worden wäre, wenn es keine Kundgebung gibt. Das ist Quatsch. Das ist Schwachsinn. Und es gab schon vorher da die größten Proteste. Warum? Weil RTL das angeschoben hat. Da kommt mir jemand, ja, war in unserer Moschee. Zeig mir doch mal eine Moschee, wo RTL hingeht mit der Kamera und sagt, in dieser Moschee sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Zeig mal, ist das bei dir passiert? Nee, also das kann man gar nicht als Beispiel nehmen. Aber was haben wir damals gesagt? Wir haben gesagt, die Moschee ist zu, jetzt müssen wir diese Welle wenigstens nutzen, das Beste dabei herausholen. Da guckst du gerade selber, da hast du gar nicht drüber nachgedacht. Nee, die Kundgebungen haben nach der Schließung der Moschee stattgefunden. Das war der Grund für die Kundgebung. Das heißt, die Moschee wurde nicht zugemacht wegen der Kundgebung, sondern die Kundgebungen haben stattgefunden wegen der Schließung der Moschee. Verstehst du so? Das heißt, wir haben nochmal das Beste rausgeholt, dass viele Leute den Islam angenommen haben. So. Aber das sind also die Schätzungen. Dann, das waren drei in Mönchengladbach. Das sind jetzt schon. Dann in Wiesbaden die Moschee. In Wiesbaden die Kundgebung. Warum war die? Weil die uns auch die Moschee dort verboten haben. Die haben den Moscheevorstand eingeschüchtert. Da haben wir gesagt, alles klar, gehen wir da hin, machen wir mitten in der Stadt einen Vortrag. Was ist da passiert? Mitten auf der Wiese gebetet, hat so viele Muslime motiviert und jetzt noch was dazu. Wisst ihr eigentlich, wo viele Muslime das im Ausland motiviert? Wenn die solche Bilder aus Deutschland sehen, dieses Video von Wiesbaden, wo wir draußen beten, eine riesengroße Reihe, sagen die, boah, Islam ist so schön, da geht denen Iman hoch. Da haben, glaube ich, damals in Wiesbaden 5 Leute den Islam angenommen. Wir haben Widerlegung gemacht von Scheinargumenten gegen den Islam, haben das Wort Allahs verkündet. Welchen Schaden haben die Muslime in Wiesbaden dadurch bekommen? Nenn mir doch mal einen Schaden.
Nix. Tunesien ist das auch so. Viele kennen dich da, obwohl die kein Deutsch können. Ja. Die sagen, Pierre Vogel, Hamza. Ja klar, so, und warum? Die sehen deine Dame. Wir sind Videos genau, draußen Videos. Auf der Straße. Genau. Und die sehen Leute. Genau, guck mal, das motiviert die. Das gibt den Iman. Genau, aber Bruder, pass auf. Wenn ich irgendwo hingehe, Bruder, egal wo. Saudi-Arabien. Ägypten. Bruder, glaubst du mir, jetzt in dieser Hatsch, in dieser Umrah, ich konnte mich gar nicht retten vor Ägypten, Tunesien und Algerien. Algerien. Bruder, aber warum? Aus Libyen auch. Aber vor allem in Algerien und Ägypten. So, Bruder, das heißt, dadurch werden die sogar motiviert. So, jetzt nächstes Beispiel. Offenbach. In Offenbach haben wir einen Vortrag gemacht, wie verbessert der Islam die Gesellschaft, haben Thilo Sarrazin widerlegt. Wer hat Thilo Sarrazin widerlegt, Achi? Da haben 9 Leute den Islam angenommen. Und haben mit ihm erzählt, ja, wenn man Takbir macht, kriegen die Leute Angst. Guck dir mal das Video an. Umso mehr wir Takbir gemacht haben, umso mehr Leute kamen nach vorne und haben Islam angenommen. Achi, erzähl mir bitte nichts über die Deutschen, bitte. Bleib bei deinem Land, aber erzähl mir nichts über die Deutschen. Achi, der hat im Fernsehen, der hat gehört, wie der World Trade Center platt gemacht worden ist, wie in Madrid der Zug in die Luft gesprengt worden ist, wie in London, was weiß ich, der Anschlag passiert ist, wie was weiß ich, wie viele Ehrenmorde, die sind schon alle zusammengeschlagen worden von irgendeiner Türken- oder Araber-Gang. Und jetzt willst du mir erzählen, der kriegt Angst, weil die Leute Takbir gerufen haben? Achi, und Takbir ist gar nicht das Thema. Wie ist gar nicht das Thema, guck mal, jetzt was anderes. Wie baut man Ängste ab? Okay. Übrigens, Ängste abbauen ist nicht das Ziel der Dauer, nur mal nebenbei. Damit wir das erstmal von vornherein schon mal streichen. Wie baut man Ängste ab? Ich habe jetzt hier Karl-Heinz, der hat Angst vor Spinnen. Er hat eine Phobie vor Spinnen. Man baut die Ängste ab, indem man ihn mit dem konfrontiert, wovor er Angst hat. Jemand, der wasserscheu ist. Der muss Wasser kennenlernen. Schmeiß ihn ins Wasser rein. Danach hat sich die Sache vielleicht erledigt. Okay, das will ich jetzt nicht sagen. Aber man muss jemanden konfrontieren. Bruder, so jetzt geht er an der Kundgebung vorbei und er hört Allahu Akbar rufe. Jeder war vorbei, die Leute sind alle nett. Die haben nachher alles aufgeräumt. Der liest die Zeitung, es gab keine Ausschreitung. Das heißt, seine Angst wird weniger. Der hat vorher die Angst bekommen durch das Fernsehen. Allahu Akbar! Verstehst du, was ich meine? So. Aber jetzt kommt er auf einmal dann vorbei, der hört Allahu Akbar, alle mit Bart. Und die sind nett, pudern sogar. Sogar Streitgespräche bauen Ängste ab. Sogar wenn du laut mit dem wirst. Ach, erzählen sie doch keinen. Aber dadurch merkt er, ihm wird nichts angetan. Der kann mit dir diskutieren. Weil manche Brüder, die verstehen das falsch. Die denken immer, du musst so sagen, nein, bitte, bitte. Ja, ich finde den Islam, erzählt er sich, ja, ich finde den Islam, der beschimpft den Propheten und der denkt, lächeln. Was für lächeln? Musst du sagen, was hast du überhaupt für eine Ahnung? Man kann auch ernst reden mit jemandem. Nur kein Ohrfeigengesicht, noch Pampers Rocker und Weicheier. Verstehst du, was ich meine? So, und das ist das so. Und jetzt, so, jetzt kommen wir gehen mal weiter im Text. Ist nicht eine Frau konvertiert, irgendein Tipp wieder? Hast du mal erzählt, glaube ich. Ach so, ja, da kommen wir jetzt gleich zu. So, jetzt kommen wir nach Frankfurt. 17 Leute haben den Islam erst auf der Bühne. Ich habe gehört, da waren noch 2 im Publikum. Und eine Frau, die saß im Café und hat diese Takbirat gehört. Allahu Akbar. Da war die neugierig gewesen. Oder ist was mit zu Ohren gekommen ist. Und da ist sie rausgegangen, hat sich das angeguckt. Wer ist das denn? Ist nachher ins Internet gegangen. Das war der erste Schritt zum Islam. Als sie nachher nach Ägypten gegangen war, war eine Familie und dann wurde sie dann nachher richtig überzeugt. Aber das war der erste Schritt. Ja, so jetzt, nächster Fall. Nächste Kundgebung Frankfurt. Und jetzt hier die Themen. Ja. In Frankfurt war das erste Thema Rassismus und Islam, die missverstandene Religion. Das schadet dem Islam. Das schadet dem Islam, das heißt besser Mund halten, in der Moschee sitzen, rausgehen, böse gucken, aber Bart zu kurz, Hose zu lang. Verstehst du, was ich meine? Das nutzt dem Islam. Oder? So, dann. Nochmal mit dem Zequil rufen, ne? Da hat schon letztens mit dem Bruder gesprochen. Ich trinke kurz was, ja? Da hat er mir gesagt, wegen dem Zequil, da hat er gesagt, das ist nicht von der Sonne. So. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich so, aber der Bruder, der hat das gemacht. Und da war Abus hat Heulen dabei.
Mann, das sagt man, hat nichts zu sagen. Guck mal, Bruder. Was hat er gesagt? Ja, vielleicht hat er sich einfach nur geschämt. Guck mal, Bruder. Pass auf jetzt. So, zu dem Tapirat. Erstmal, ich habe zu Shin Abu Sak. Und Shin Abu Sak, Bruder, der ist sehr streng in solchen Sachen. Ich habe zu Sheikh Abu Sak vor dem Vortrag gesagt. Und guck mal, dieses Tapirat ist eine Sache, wo man sich eventuell anderer Meinung sein kann. Guck mal. Das ist. Aber wenn du gegen Takbirat bist, dann musst du sagen, ich bin gegen Takbirat, nicht gegen einen Vortrag in der Öffentlichkeit. Okay? So, und jetzt muss man sagen, dass das wirklich eine Sache ist, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wo ich allerdings ganz klar sage, dass diese Unterschiede meine nicht stark ist. Ich dachte, warum? Pass auf, Bruder. Erstmal, ich habe zu Sheikh Abu Sak damals gesagt, Sheikh, bei uns, wenn einer Islam kommt, wir machen zum Beispiel Takbir oder rufen Allahu Akbar, um die Menschen zu motivieren, um dem Bruder das Gefühl zu geben, zu zeigen, wir freuen uns wirklich und um dieses Surur, also das habe ich jetzt nicht damals genau gesagt, dieses Surur, auch um die Freude den Menschen in die Herzen zu geben von den Muslimen, weil die Muslime freuen sich dadurch. Es gibt eine ganz andere Atmosphäre. Ich will nicht, dass der das Gefühl hat, ach ja, es musst du nur. Ich will, wir machen das nicht mit der Absicht, dass wir damit den Propheten imitieren, als Ibadah, sondern als ein Mittel, um die Freude zu geben. Was haben wir eben gesagt? Eine Bidah ist etwas, wenn man damit eine Ibadah macht, oder Akida, oder ein Kuwait Muamalat. Das ist eine Wasila. Eine Wasila, um die Freude auszudrücken. Und das ist auch ein Urf von Brauch zu Brauch unterschiedlich. Bei uns gibt es diesen Brauch und das ist auch unter den Muslimen verbreitet, aber nicht mit der Absicht, wir kriegen jetzt Hasanet, wenn wir Takbir rufen, sondern mit der Absicht, dass wir den Brüdern Freude in die Herzen geben. Sheikh Abu Sak hat zu mir gesagt, La Arafihi besser. Ich sehe da kein Problem drin. Er macht das selber nicht. Okay? Ja. Er sagt, ich sehe da kein Problem drin. Ich habe mit anderen Schuluch geredet, zum Beispiel Dr. Mohammed Yusri. Das ist ein Gelehrter von der Azhar, der auch Doktor von der Scharia hat. Der hat gesagt, das ist gar kein Problem. Weil es gibt zum Beispiel Beispiele aus der Sunna, wo der Prophet in bestimmten Situationen auch den Leuten gesagt hat, wie in Uhud, als sie gesagt haben, Hubel ist der Größte, dass er ihm befohlen hat zu rufen als Mittel. So, und hier ist es halt so, dass man das wirklich macht als eine Wasila, um Freude den Muslimen zu. Jetzt könnte jemand sagen, ja, der Prophet hat das nicht gemacht. Sagen wir, stimmt, der Prophet hat das so nicht gemacht. Es gibt keinen Beweis dafür, keinen authentischen Beweis, muss ich dazu sagen, dass die gesagt haben, ja, so und jetzt, Takbir, und die sagen, Allahu Akbar. Aber wir gehen zurück zu dieser Fragestellung. Wann ist eine Sache eine Bidda? Eine Sache ist eine Bidda, wenn es mit was zu tun hat. Mit der Akida, mit der Ibadah und mit dem Qawaid Muhammad. Ja, und hier sagen wir, dies ist eine Wasila von uns, die wir nur dazu machen, um den Stolz der Muslime in die Herzen zu bringen und die Freude auszudrücken. Punkt. Das ist der Punkt. So, wenn einer was dagegen hat, braucht er nicht mitzurufen, Allahu Akbar. Ganz einfach. Wenn einer meint, nee, lieber nicht, braucht das nicht mitzumachen. Aber hier ist ein großer Unterschied, Bruder, wie gesagt, ob ich, zum Beispiel Anaschid, hat der Prophet auch nicht gemacht. Hat der Prophet Anaschid gemacht? Er hat keine Anaschid gemacht. So. Die haben auch keine Sendung gemacht, wo sie vorher einen Vorlauf von Anaschid gemacht haben. Mhm. Bevor sie eine Ders gemacht haben. So, du siehst aber heute bei allen Fernsehsendern, und bei allen Radiosendern, auch in Saudi-Arabien, wo die großen Shuyuk vorreden, da kommt meistens vorher ein bestimmter Nashid als Vorspann von den Dings. Haben die nicht gemacht. Da könntest du auch sagen, ja, warum? Dann sagen wir, um denen Freude zu machen, den Leuten, und das vorzubereiten, dass das was Schönes ist. Punkt. Da könntest du sagen, hat der Prophet das gemacht? Fang einfach mit der Ders an. So, aber hier sagt keiner seine Bitte, warum? Weil das einfach nur da ist, um den Muslimen Freude zu machen. Das ein Mittel ist und keine Ibadah. Deswegen, Bruder, ich sehe hierin überhaupt gar kein Problem. Punkt. Und wenn einer ein Problem darin sieht, dann soll er das kritisieren und so soll er nicht mitmachen.
Dann soll er nicht Allahu Akbar mitschreien und soll von mir aus anderen Leuten sagen, guck mal, mit diesem Allahu Akbar sehe ich einen Unterschied. Aber Bruder, dass wir wegen Sachen, wo man sich wirklich streiten kann, meine ich, ob das halal oder haram ist, wo es nicht eine eindeutige Sache gibt, ich habe gesagt, wo es keine eindeutige Sache gibt, weil wir das nicht machen als eine Ibadah in sich, okay, dass man da anfängt, sich zu streiten und zu mubtadi'a zu erklären, das ist traurig. Oder es gibt Sachen, die sind klar und eindeutig. So, wir gehen jetzt zum Grab und machen Tawaf um das Grab. Oder wir machen Tawaf andersherum. Oder wir beten ein Gebet, was es gar nicht gibt. Verstehst du? Es ist eine klare Angelegenheit. Und dieser Sache ist es einfach etwas anderes. Oder wir müssen an diesem Tag beten, in Verbindung mit der Akida, weil wenn du an dieser Nacht betest, dann kriegst du dieses und jenes und das und das. Okay, so, jetzt weiter. So, Frankfurt, zweiter Vortrag, Islam und Terrorismus. Da gab es, glaube ich, 7 Konvertierungen. Dann Koblenz. Das war mit Abdurrahim Green. Da hat Abdurrahim Green allgemein über die Bedeutung von Islam geredet. Welchen Schaden soll das bringen? Und ich habe über, wie soll man mit Nicht-Muslimen umgehen? Und habe Shubuhat widerlegt vom, was der Prophet zum ein gewalttätiger Mensch gewesen wäre und sowas. Das schadet dem Islam. Das ist genau das, was die Menschen beantwortet haben müssen. Ja? Und 7 Leute nehmen Islam ein, weil das ja so unüberzeugend und schädlich für den Islam ist. So, dann Dietzenbach. In Dietzenbach habe ich über die Vergänglichkeit des Lebens geredet und über die Sache mit dem Islamhass in Norwegen. Und Abu Adam hat über die Hölle geredet. Und das schadet ja dem Islam. Deswegen haben auch, ich glaube, 3 Leute oder 2 den Islam angenommen. Dann Hamburg. Das war die 18. Kundgebung. Oder warte mal. Nee, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Also Hamburg war die 19. Kundgebung, aber Frau im Islam. Da haben auch so, glaube ich, 7 Leute den Islam angenommen. 7. Ja, so. Und welchen Schaden gab es? Da mussten sie nachher in der Zeitung schreiben, um sich zu entschuldigen bei den Lesern. Ja, hahaha, der Hassprediger. Hassprediger zeigt sich lampfromm. Warum? Weil die brauchen ja irgendeine Entschuldigung für den Leser und müssen das dann so umdrehen, als wenn, ja, der hat aber nur so getan. Also ist eigentlich schon so, wie wir vorher gelogen haben. Guck mal, wie widerlegen die damit? Weil hier kommt auf einmal der böse Hassprediger, der genau das Image hat, und die gucken sich das vielleicht an, sagen, hä, warte mal, Moment, was ist da eigentlich nichts Besonderes? Wir haben da sogar 3 Typen da getroffen. 3 deutsche Jungs, die standen da, haben gesagt, seid ihr Muslime? Nö. Warum seid ihr hier? Wir wollen uns das selber anhören. Die standen direkt neben uns. Am Bahnhof. In Hamburg? In Hamburg, ja. Siehst du, Bruder, das ist wieder eine Bestätigung. Was denkst du denn, wie die da weggehen? Wir haben gesagt, wir sind gekommen, um selber zu hören, was abgeht. Das ist das, was ich meine. Guck mal, du hast auf der einen Seite die Hasser. Freiheit, die da steht. Den kannst du sowieso erzählen. Was du willst. Aber dann haben wir Leute, die es dann annehmen, 7 Leute an dem Tag. Und umso mehr Tag B gerufen wurde, umso mehr kamen nach vorne. Ja? Und dann haben wir noch Leute, was? Die sich interessieren. Und es ist ganz klar, Bruder, die Leute, die sich nur informieren wollten, 100% sagen die an dem Tag, ey, das macht eigentlich Sinn. 100%. Von daher, und dann war Köln, Kundgebung Köln, haben 5 Leute Islam angenommen, wieder, was weiß ich, wie viele Hunderte motiviert, wie viele Muslime noch da angefangen haben zu praktizieren. So, ich glaube, das waren 5, ich habe die Zahlen nicht mehr alle genau, aber so ungefähr. So, und das war das Thema, war Mohammed ein Prophet? Da wurden Beweise für das Prophetentum gebracht. Du würdest mir erzählen. Beweise für das Prophetentum. Widerlegung von Scheinargumenten gegen die Frau im Islam. Widerlegung, dass der Islam eine gewalttätige Religion ist. Ja? Widerlegung von allgemeinen Dingen im Islam. Zeigen, wie der Islam die Gesellschaft verbessert. Zeigen, dass der Islam gegen Rassismus ist. Und die Rolle des Hijabs, das schadet dem Islam. Und jetzt das Thema, wie findet man Weltfrieden? Oder wie realisiert man den Weltfrieden? Das soll dem Islam schaden. Du bist an den Haaren herbeigezogen. Das heißt, du kannst ganz klar sagen, alle diese Argumente kannst du getrost in die Mülltonne werfen. Ganz klar.
Ganz klar, diese Argumente sind absoluter Schwachsinn. Und diese Argumente, die akzeptiere ich auch nicht. Oder glaub mir, wenn mir einer mit Ichtilat kommt, ne, da sage ich noch, das hat mal einen Funken Wahrheit, aber das Argument ist auch falsch, weil, wie ich eben schon gesagt habe, wer sich weit weg von Frauen stellen will, der hat die Möglichkeit, das ist ein freier Platz. Wenn du das so streng nimmst, darfst du auch nicht mal einkaufen gehen in der Fußgängerzone. Das darfst du gar nicht hier leben, Achi. Nee, da musst du in den Wald ziehen und zählen. Verstehst du, weil es ist ein offener Platz. Das ist nicht, als wenn wir treffen uns jetzt hier und da sitzt die Hanna und da sitzt die Uschi und da sitzt die Sabrina. Alles klar. Verstehst du, das ist ein ganz anderes Bild. Da kann man gar nicht vergleichen mit Leuten, die in einem Klassenraum sitzen. So, das erstmal dazu. So. Dann mit diesem Takbirat haben wir schon gesagt, wenn du dagegen bist, dann sag nicht, Kundgebungen sind verboten, sag Takbirat. Aber wie gesagt, ich habe meine Position dazu gesagt, wer das sagt, der muss auch konsequent sein, das im Fernsehen, bevor eine Sendung kommt, kein Naschid laufen darf. Weil der Prophet hat nicht vor seinem Ders einen Naschid laufen lassen oder vor seinem Ders bestimmte Sachen. Weil wenn das ganz konsequent, aber das ist falsch, das sind keine Ibadat in sich. Und deswegen ist das auch nicht, ist es auch keine Veränderung der Religion. Und wer es nicht machen will, soll nicht mitmachen. So, aber das schadet dem Islam. Ja, oder das schadet dem Bild, oder die Leute kriegen Angst. Ach, die haben sowieso schon Angst. Ich hatte keine Angst, weil einer Allahu Akbar geschrieben hat. Die tun so, als wenn man mit dem Maschinengewehr bei der Kundgebung auf der Bühne patrouilliert. Naja, gut, das ist auf jeden Fall die Botschaft von heute. Ich glaube, wir haben sehr viele Argumente, sehr viele Sachen auch von der Sunna und vom Koran mit reingepackt. Ja, weil, ich meine, ihr seid etwas später gekommen. Wir haben am Anfang über Grundlagen der Dauer und so weiter geredet. Ich höre über viele Sachen, was der Sinn der Dauer ist, was der Prophet alaihi salam macht. Und nochmal darauf zurückzukommen, Der Prophet alaihi salam, was hat er, welche Dauer ist seiner Dauer auf dem Berg von Safa, wo die Leute rufen, wenn die Botschaft zu geben hat, ist. Jeder muss sagen, diese Art der Dauer. Jeder muss das sagen. Kein Buch schreiben, keine Unterrichte machen, keine Freitags. Das ist die Dauer, die der Dauer am ähnlichsten ist, wo der Prophet zu den Märkten gegangen ist, auf den Berg Safa gegangen ist und so weiter. Wie gesagt, liebe Schwester, das war die Botschaft von heute. Subhanallah, Kalumba, Bihamdik, Shalom, Laila, Laila, das ist doch der Gott.